Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Projekt auf dem Kanal. Wir spielen heute zusammen Eternal Winter. Ich bin mal sehr gespannt auf das Spiel. Der Trailer sah sehr vielversprechend aus. Ist wohl ein wenig an Long Dark angelehnt. Ich meine, das hat der Entwickler auch auf seiner Website geschrieben. Ich habe nur kurz mal reingeschaut, wie es sich steuern lässt, beziehungsweise wie die Einstellungen so funktionieren, ob es sich überhaupt richtig aufnehmen lässt. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich es kann und ich werde sicher total versagen. Ich kann auch noch nicht genau sagen, wie lange wir es spielen werden. Das würde ich sagen, das kommt ganz darauf an, ja, wie es Spaß machen wird. Sollten wir lieber... Lasst uns doch mal das Tutorial machen. Ist, glaube ich, angemessen, wenn der PC nicht abstürzt dabei. Hallo? Hallo? Kommt was? Ah. Welcome to Eternal Winter, your main objective. Wir müssen Essen sammeln und ja, die Vorräte für uns selbst und auch für die Bewohner hier sammeln, damit die am Leben bleiben. Und man muss genug Vorräte und Essen sammeln, um Stürme, wahrscheinlich Eisstürme, insgesamt Stürme, zu überleben. Wir haben Schlittenhunde. Das war auch ein Grund, weshalb ich mich für dieses Spiel entschieden habe. Damit können wir uns ja über die weite Karte navigieren, beziehungsweise orientieren. Wir müssen uns auch um sie kümmern, um Essen und um ihre Energie. Sie können auch kleine Tiere wie Enten und Kaninchen jagen, um zu interagieren, wie bei allen anderen auch E drücken. Wir finden auf der ganzen Karte verschiedene Tiere. Wir können sie jagen und sie ausnehmen, ganz blutig. Nachdem du einiges Fleisch gefunden hast, kannst du einen Food Crate, ich weiß nicht, ein Lagerort oder ist das... Ich weiß gerade nicht, was sie damit genau meinen. Auf jeden Fall können wir es craften. Und das können wir... Ah, das wird dann von den ich will die ganze Zeit Eingeborenen sagen. Von den Dörflern wird das benutzt, um... ja, für das tägliche Wohl. Und wenn etwa ein Sturm eintritt, also so eine Art Vorratskammer, würde ich mal schätzen. Und um einen zu erschaffen, einfach mit dem Kerl reden. Wichtig ist es, Kisten zu looten und Munition, Essen und nützliche Items zu finden, die uns selber und unsere Hunde am Leben erhalten. Vielleicht findest du kein Loot mehr auf der Karte, aber keine Sorge. Warum keine Sorge? Man kann Sachen bauen, damit die Villager lang genug überleben. Different structures. Okay, verschiedenste... Ist das eine Eisbärenhütte? Oder ist das... Das verstört mich. Okay, wir können verschiedenste Strukturen, also verschiedenste Bauarten benutzen und aufbauen. Genau, zum Beispiel eine Holzfällerhütte. Und wir finden überall auch Überlebende auf der Karte. Und das Erkunden wird ein wichtiges Schlüsselelement in diesem Spiel sein. Some key stuff to know. Open. Ach, Inventory mit Q. Bam, bam, bam. Plus E, Flashlight F. Good luck. Okay. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Warte mal. Jetzt würde ich gerne mal wissen, sind wahrscheinlich Dock 3 und 4 sind dann hinten am, die hinten. Oh Gott, wie. Wenn das... Ich muss sagen, ich kenne mich mit Hunderennen nicht aus. Aber wenn man das auf den Gespannfahren bzw. den Fahrsport an sich, so Kutsche fahren, werde übernehmen kann, dann
müssten die hinten doch gut ziehen können. Und die vorne, ja, wie soll ich es einfach ausdrücken, lenken. Warte mal, was haben wir denn überhaupt? Dock 1, Dock 2, Dock 3, Dock 4. Gott, jetzt muss ich mir Namen ausdenken. Hundebert. Einer heißt Hundebert. Hundebert. Warte mal. Gucken wir erstmal bei Hundebert. Hundebert ist vorne. Hundebert. Was haben wir hier? Ach, da oben. Ein Tank, Swift, Endurance. Ich würde sagen, hinten Tank und Swift und vorne Swift. Nicht Tank und Endurance. Wenn wir beides mal, also alles mal so ein bisschen haben wollen. Und hier vorne würde ich einen auf jeden Fall einen Hunter machen. Vielleicht der Hundebert wird der Hunter. Der. Ich weiß nicht, wie nenne ich die denn? Ich bin immer so schlecht im Namen nennen. Im Benennen von Dingen. Hundebert. Hundebert und Klumpatsch. Klumklatsch. Klumpatsch. Klumpatsch. Hundebert und Klumpatsch und ach komm, Dogmeat. Dogmeat und was gibt's denn noch? Dogmeat und bin gerade am Überlegen, wenn was hätten wir denn noch Schönes? Damit wollte ich mich jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit aufhalten. Verdammt. Dogmeat und. Ist zwar kein Hund, sondern Fuchs, aber komm, das ist jetzt Tails. So, dann. Einfach mal, um wirklich endlich mal ein Spiel zu starten und nicht die ganze Zeit wir benennen unseren Hund zu spielen. Okay. Nice. Ach ja. Messer. Nett. Haben wir hier noch was? Können wir das mitnehmen? Ach nee, ach. Okay, das. Haben wir das, oder? Ach nee, okay, gut. Da ist nichts drin, da könnten wir was lagern. Okay. Hier ist auch nichts drin. Wenn man das schon sehen könnte, wäre gut. Die haben alle was von Javas, finde ich. Ah, und das ist wohl der, bei dem wir dann das Crate kaufen können. Ah, okay. Wir haben aber noch keine Food Supplies. Wir müssen jetzt erstmal Food Supplies suchen. Und da sind unsere treuen Gefährten. Schätzis. Ah, Tails und. Jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, die sind. Also, die haben keinen Hunger im Moment, ne? Klumpatsch und Dogmeat. Fahren. Komm! Marsch, komm, marsch! Haben wir Durst? Ich glaube, wir haben Durst, ne? Boah, wie geil das aussieht. Komm einmal durch die Mitte. Das, ich will mal wissen, was da auf der anderen Seite von diesem See. Ich kann es gar nicht. Vor allem, das sieht so künstlich angelegt aus mit der Straße hier. Deswegen, aber mich würde es mal interessieren, ob es hinten in dem Wald irgendwas zu entdecken gibt. Und auch wie man so ein paar Sachen benutzt. Würde mich auch noch schwer interessieren. Ob unsere Hunde wohl schwimmen können? Ich glaube nicht. Aber ich finde, das hat gerade so ein bisschen so richtig schön was, was Entschleunigendes, was Friedliches. Wahrscheinlich bleibt das nur so lange, bis wir unseren ersten Hasen ausweiden. Aber bis dahin ist es noch sehr friedlich. Unser Kompass. Okay. Ah! Nein! Gabe saved? Scheiße! Hunde!
Hunde, wo seid ihr? Nein. Ich weiß ja nicht, wo meine Hunde sind. Aber ich hoffe, die kommen doch mal raus. Leute. Leute. Hundi. Hundi. Wo seid ihr? Scheiße, meine Hunde sind weg. Sie graben sich durch den Erdkern. Kommt schon. Ah, ihr schafft das, ihr schafft das. Scheiße, wie kriege ich denn meine Hunde da wieder raus? Das ist jetzt natürlich etwas ungünstig. Ich versuche die mal frei zu wackeln. Vielleicht muss ich so ein bisschen hier rauf. Damit sie wieder zum Vorschein kommt. Kommt ihr zum Vorschein? Nee. Nein, nein, nicht schon wieder. Ich glaube, meine Hunde sind tot. Und wir bewegen uns nur noch mit dem Todeszucken weiter. Ach, verdammt, warum schaffe ich denn sowas immer? Ich will dahin. Dieses Tempo ist einfach einmalig. Können wir uns die Landschaft angucken? Und den Kompass. Hundekinder. Was denn, wenn ich ganz vorsichtig hier. Wo seid ihr? Ich glaube, ich habe sie umgebracht. Kann man irgendwie respawnen? Ach Mann. Ich will die Karte erkunden. Ich will nicht neu machen. Ich will nicht neu starten. Ich finde die Karte gerade so spannend. Aber ich habe ja die Hoffnung, wenn wir da hinten an der Küste ankommen, dass unsere Hunde vielleicht wieder auftauchen. Wenn nicht, müssen wir nochmal neu anfangen. Aber das wäre echt ungünstig. Das wäre nicht so schön. Ach komm schon. Hundis. Hundis. Macht hinne. Kann sich nur noch um Stunden handeln, Leute. Aber wir haben es bald geschafft. Und da kommt auch die wunderschöne, friedliche Musik wieder. Dieses Tempo. Haltet euch fest. Oder es fliegen euch die Netzhäute weg. Komm schon. Bitte. Es wird unmöglich sein. Bisschen Kehlkopfgesang. Nein, ich finde das gerade total spannend, was das hier... Ach, wir haben es fast geschafft, guck mal. Ich sehe die Ozean. Ich sehe die Küste. An der Nordseeküste. Ich glaube, für Nordsee ist es aber noch ein bisschen zu warm. zu warm, genau. Es ist noch ein bisschen zu eisig. Ich glaube, das haben wir so in ein paar Jahren nochmal, wenn es wieder zur Eiszeit kommt, dann könnte sowas noch mal passieren, aber ich glaube, bis dahin ist das doch recht unwahrscheinlich. Leute, Hunde! Komm schon. Wo seid ihr? Ich glaube, ich habe sie kaputt gebackt. Ich glaube, ich habe meine Hunde kaputt gebackt. Versuchen wir mal hier hochzufahren. Und dann hoffe ich, die Hunde sind wieder da, sonst müssen wir doch nochmal neu starten. Aber dann wissen wir jedenfalls nicht ins Wasser. Irgendwie sieht
sieht es nicht danach aus, dass unsere Hunde zurückkommen. Warte mal, warte mal. Nö. Okay. Wir gehen mal zurück ins... Ja. Kann ich ja nicht ändern. Und gehen nochmal. Ja, müssen wir ja. Oder... Ja, egal. Das war Hundebert. Machen wir mal im Schnelldurchlauf. Hundebert und wer war denn vorne? Klumpert. Dann haben wir Dogmeat und Tails. Ach, weißt du was? Chewbacca. So, das Chewbacca. So, hier haben wir einen Tank, einen Endurance. Was war? Du bist der Tank und du bist der Endurance. Passt besser. Und hier haben wir noch einen Hunter. So. Ja. Okay. Dann. Dann machen wir das alles nochmal neu. Was heißt alles nochmal neu? So weit sind wir ja nicht gekommen. Tag 0. So. Das, das, das. Können wir eigentlich irgendwas ausrüsten? Was? Das ist das, was wir... Ah, okay. Ah. Guck mal. Okay. Ah, guck mal einer an. Okay. Dann gehen wir mal. Ach, wir können auch laufen. Ist ja schön. Gehen erstmal in fremde Betten. In fremde Häuser. Hallo. Ach, ich wollte dich umlaufen. Schade. So, das... Ach, ist das die gleiche Map? Ich dachte, die wäre random. Gut. Dann versuchen wir das Ganze jetzt nochmal. Und zwar ohne reinzufallen. Kommt schon, Leute. Lasst mich nicht im Stich, ja? Ich will da rüberkommen. Und wenn es 30 Folgen lang... Ne, nee. Ich will da rüber. Jetzt konzentrieren. Wir hätten einen unserer Hunde Bolto nennen müssen. Fällt mir dabei ein. Mann. Verdammt. Egal. Egal, egal. Weh, ihr fallt wieder ins Wasser. Ihr wisst es ja, ne? Autobahnraststätte. Nein, jetzt guckt mich doch alle nicht so strafend an. Nein, bitte, bitte lass das Telefon wieder fallen. Ruf nicht bei der Peter an. Ich habe das nicht so gemeint. Doch, nein, nein. So, und jetzt eine Axt craften und hier im Haus bauen. So, wenn ihr jetzt wieder ins Wasser fallt, ne, Leute? Dann gibt's aber Kasala hier. Dann gibt's aber eins hinter die Löffel. Warum habe ich meinen Finger eigentlich die ganze Zeit auf W? Die laufen von selber. Reine Gewohnheit, schätze ich. So, das geht doch mal viel schneller voran als beim letzten Mal. Dann gucken wir mal, was wir hier so ja, finden können. Und ob wir auch sogar irgendwann mal was jagen können. Oder ob wir dafür erst Ammo finden müssen. Und ich hoffe, wir werden nicht von irgendwas umgebracht, weil es wird ja sicher auch irgendwie in diesem ja, Ökosystem ein... Fressfeind für uns geben. Sind das Häuser? Ich versuche die ganze Zeit was zu erkennen. Nee, das sind alles nur Bäume, Bäume, Bäume. Was? Ich habe nichts gesagt. Hör auf zu pfeifen. Verwirr die Hunde nicht. Ah, da. Warte mal. Da ist was. Da ist was. Guck mal. Da fängt das Spiel direkt an rumzuzucken. Da hinten ist was.
Dann können wir direkt mal gucken und looten. Was ich mich frage, von wegen looten. Ist hier irgendeine Apokalypse eingetreten, dass hier alle tot sind? Oder warum dürfen wir hier fremde Sachen klauen? Und warum gibt es hier Überlebende? Das fragt. What the fuck? Wir sind in the forest! Jetzt weiß ich's. So, unser erster Auftrag. Wie schnell die stoppen. So. Guck mal. Majestätisch. Ich glaube aber, die kriege ich jetzt erstmal looten. Ist da. Ach, da. Nice. Was ist denn das? Zigaretten? Weapon Mag. Yeah. Hier haben wir. Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Essen, 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 essen. Kann ich nicht wieder zumachen. So höflich sind wir nicht. Was haben wir hier? Klar, Metall. Nehmen wir alles mit. Wer bist denn du? Können wir dir was klauen? Recruited? Was? Ach, die haben wir sicher jetzt in unsere Stadt geschickt. Und ist da nicht auch was? Oder bin ich jetzt blöd? Jetzt ist gut, ich bin immer blöd, aber man müsste ja mal gucken, was das sein könnte, ne?